Gurtmeister, wenn ihr es wisst, was halten Sie von den Rankings, die an Vogue sind? Wenn man bei der Weltwoche zu oberst oben ist, ist das Jubeln verbreitet. Wenn man runterfällt, kommt der Katzenjammer. Ich glaube, es werden im Moment sehr viele Rankings gemacht. Und zuletzt auch als Vergleich zwischen den Gemeinden. Bestimmt haben die Rankings einen gewissen Unterhaltungswert, aber man darf sie vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen. Ich glaube, in vielen Fällen produzieren die Rankings natürlich ein bisschen das, was der Konstrukteur von diesen Rankings eigentlich auch möchte erreichen oder was er möchte zeigen. Bei den Gemeinden ist es, glaube ich, auch ziemlich schwierig, tatsächlich zu messen, wie gut sind die Gemeinden, wie attraktiv sind die Gemeinden. In vielen Fällen natürlich gibt es ganz komplexe Zusammenhänge. Beispielsweise ist eine Gemeinde nun besonders attraktiv, weil sie tiefe Steuern hat. Im ersten Moment sieht das so aus, im zweiten Moment stellt man dann fest, dafür sind wahrscheinlich auch die Wohnungspreise sehr hoch. Also insofern zeigen solche Rankings oft eben nicht den gesamten Umfang von diesen komplexen Zusammenhängen zwischen den Faktoren. Trotzdem gibt es einen relativ harten Wettbewerb. Es geht die Frage, wie baut man ein Servicepublik aus? Wie kann man sich dort attraktiv machen als Gemeinde? Und ein Servicepublik ist einfach ein Element von ganz vielen Faktoren. Ganz viele Faktoren kann man faktisch gar nicht beeinflussen. Also wo ist eine Gemeinde, wie erreichbar ist eine Gemeinde, wie nahe ist man zum Zentrum. Sogar die verkehrstechnische Anbindung ist in vielen Fällen nur schwierig zu beeinflussen. Und man hat sicher da und dort gewisse Möglichkeiten, den Servicepublik zu beeinflussen. Aber inwiefern dann nachher die Standortattraktivität vollständig verändert oder neue Steuerzahler hinzuzieht, das ist wohl schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist für viele Gemeinden auch eine ziemliche Herausforderung, den Servicepublik als Instrument vom Standortwettbewerb systematisch einzusetzen. Trotzdem sagt man, man investiert in Infrastruktur. Es ist eine Möglichkeit, dass man sagt, man baut ein Glasfasernetz, wird Zentrum gemacht. Was raten Sie da? Ich glaube, es ist für viele Gemeinden ratsam, dass sie zurückhaltend sind, gerade im Bereich von Infrastrukturen zu investieren, die im Grunde noch liberalisiert sind, die im freien Markt sind. Es sind einige Risiken. Und ich denke, dass insgesamt die Risiken von solchen Engagement, von solchen Investitionen eher überwiegen und in vielen Fällen eben auch die Gemeindefinanzen aus dem Lot bringen könnten, was wiederum negative Einflüsse auf die Steuerbelastung hat. Also insgesamt sind die Risiken in vielen Fällen eben auch nicht tragbar, nicht für den Steuerzahler. Was soll man dort tun? Man soll sich auf das beschränken, wo man letztlich seine Kernkompetenz, seine Aufgaben hat. Man soll als Gemeinde die Infrastrukturen bereitstellen, die im Grunde genommen eben auch Sachen von der Gemeinde sind. Das sind selbstverständlich Verkehrsinfrastrukturen, Schulen etc. Ich glaube aber, eine Expansion in Bereichen, die im Markt sind, wie beispielsweise Telekommunikation, das wäre der falsche Weg. Besten Dank, Hausmeister.